grundsätzlich war ein Spiel auf Augenhöhe. Ich bin auch eigentlich mit der spielerischen Leistung eigentlich zufrieden. Es bringt aber halt nichts, wenn man im letzten Drittel keine Torschancen kreiert. Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Das Spiel war am Anfang geprägt davon, dass Kyle ja, entschieden vorne gepresst hat. Darauf haben wir uns aber auch eingestellt und haben dementsprechend im System ein bisschen variiert. Hat wunderbar geklappt, wir sind über die Außen gut durchgekommen. Am Ende, denke ich, ist es ein verdienter Sieg, der auch in der Höhe vollkommen in Ordnung ist. Wir hatten keine einzige Torschance zwingend, vielleicht in der ersten Minute oder zweiten Minute. Wenn wir da das Tor machen, wird das ein anderes Spiel. So bekommen wir fast im Gegenzug einen Elfmeter, steht nach 5 Minuten 1-0. Und dann läufst du hinterher und wirst natürlich hier gnadenlos ausgekontert. Wir waren nicht immer dafür berühmt, dass wir Chancen so effektiv nutzen wie heute. Heute haben wir das wunderbar umgesetzt. Ich denke, alle 3 Tore, 2 aus dem Spiel heraus, einer durch einen Elfmeter, aber wunderbar vorher rausgespielt. Das war schon auch von außen richtig gut anzusehen. Nächste Woche spielen wir beim Aufsteiger Türkspor wieder auf dem Aschenplatz. Das ist wieder ein ganz anderes Spiel, wie jetzt hier aus ist, auf dem Kunstrasen. Ne? Dann haben wir wieder Spiele zu Hause, auch jetzt mittlerweile auf Asche. Das ist halt auch jedes Mal, prägt auch ein bisschen so die Taktik immer. Ne? Was ist möglich und wie geht man damit um? Wir wollen natürlich diesen Lauf aus 3 gewonnenen Spielen jetzt in Folge weiter mitnehmen. Wollen trotzdem nicht übermütig agieren, sondern auch wissen, dass wir uns weiterhin sehr viel hart erarbeiten müssen. Ja, wir rechnen uns schon ein bisschen was aus, aber haben trotzdem noch 3 schwere Spiele vor der Brust.